Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Flask-Tutorial-Reihe hier. Heute wollen wir uns um Routing kümmern und das bedeutet, wir kümmern uns um dieses komische Ding hier oben. Was bedeutet dieser Slash und ja, was soll das eigentlich überhaupt? So, ihr habt vielleicht gemerkt, dass wenn ich jetzt hier das Ganze starte und dann einfach auf den Port 1337 wechsle, dass hier dann Hello World rauskommt. Das ist auch so gewollt. Aber normalerweise haben wir, also hier würde jetzt im Normalfall eine URL stehen, sowas wie the-morpheus.de oder sowas. Das würde hier zwar passen, aber im Normalfall steht da noch mehr hinten dran. Und das nennt sich normalerweise eine Route bzw. eine URL. Und URLs sind sehr, sehr nützlich, denn ja, also ich mache jetzt hier einfach mal das Beispiel, wenn ich das jetzt auf meiner Webseite deployen würde, würde ich hier einfach auf dieser Seite rauskommen, wenn ich auf the-morpheus.de gehe. Das ist sozusagen die allererste Indexseite. Der Slash steht für ganz außen, allererste Seite sozusagen. Und übrigens ist hier auch völlig egal, was ich hier reinschreibe. Ich habe das Ding einfach nur Index genannt, weil die äußerste Seite normalerweise immer Index heißt, was ihr vielleicht aus HTML wisst. Aber ich kann natürlich auch noch andere Links angeben, sowas wie the-morpheus.de/tutorials/flask/, die URL gibt es nicht, die erfinde ich gerade einfach so, /some root oder sowas. Ja, also ich kann da zusammen puzzeln, was ich möchte. Der Slash steht sozusagen einfach nur hierfür. Wir fangen mit diesem Slash an. Und den kann man auch weglassen, deswegen ist es meistens so. Aber ich kann natürlich auch so auf die Website zugreifen. So, das heißt, mit dieser Route hier geben wir an, was hinter der Domain eigentlich steht. Und das ist eigentlich auch wirklich alles, was man dazu wissen muss. Das heißt, ich kann hier einfach jetzt zum Beispiel dieses Ding hier kopieren. Und klar, ich sollte vielleicht meine Funktion nicht nochmal Index nennen, damit ich nicht den Überblick verliere. Sondern ich nenne sie jetzt dieses Mal halt einfach mal Hello. Und deswegen wird das jetzt zum Hello World umbenannt. Das ist zu finden auf der URL Hello. Und das hier oben ist der Index. Das heißt, wir sind hier auf Welcome to Title Page. Also willkommen zur Titelseite. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier auf meine Indexseite gehe, ich muss natürlich hier einfach mal ganz kurz das Ganze neu starten. Wenn ich jetzt hier auf meine Indexseite gehe, dann passiert das hier. Ich bin auf Welcome to Title Page. Und das kann ich natürlich auch aufrufen, indem ich hier hinten dran ein Slash eingebe. Aber was ich jetzt auch machen kann, ist, ich kann hier hinten dran Hello eingeben und lande dann bei Hello World. Und die sind komplett unabhängig voneinander. Das bedeutet, ich habe jetzt sozusagen zwei Webseiten über eine verschiedene URL hier oben, die man sich auch dann merken kann. Also die ist auch bookmarkbar. Das bedeutet, ihr könnt euch ein Lesezeichen erstellen. Die kann man anderen Leuten schicken. Das heißt, wenn ich jetzt den kompletten Link hier kopiere, dann landen die Leute auch alle bei Hello World und nicht bei wieder meiner Indexseite. Aber wenn ich diesen Link hier kopiere, landen sie auf der Indexseite. Und das ist das Tolle dran. Das heißt, man kann damit wirklich auch gut handhaben und die Dinger verschicken. Und ja, das ist ja relativ wichtig heutzutage, dass man alles teilen kann. Würde ich euch auch gerade mal vielleicht drum bitten, wenn ihr gerade eh dabei seid. Okay, und ja, das ist sozusagen der Trick dahinter. Das ist Routing. Und da kann man natürlich noch sehr, sehr viel coolere Sachen machen, aber das schauen wir uns dann nächstes Mal an. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns. Bis dann. Ciao.